Die Geschichte der Reformation ist auch eine Geschichte von mutigen Frauen. Frauen, die sich für die Reformation stark machten. Da ist Argula von Grumbach. Sie verfasst Flugschriften und fordert theologische Gelehrte zum Disput. Oder Katharina Zell, die unkonventionell Gottes Wort verbreitet. Marie Dontier gehört auch dazu. Sie fordert Frauenrechte und Frauenbildung. Elisabeth Kruziger schreibt Kirchenlieder, die sogar den Teufel vertreiben können. Margarete Blarer nimmt am theologischen Streit um das Abendmahl teil. Wie Brandes Rosenblatt managt gleich drei Reformatoren. Und als Schulmeisterin stößt Magdalena von Staupitz in eine Männerdomäne. Florentina von Oberweimar macht Strafpraktiken in Klöstern öffentlich. Und Anna von Stolberg reformiert sogar ihr Kloster. Schriften zur Neustrukturierung der Gesellschaft verfasst Elisabeth von Kallenberg-Göttingen. Und Ursula Weider verurteilt öffentlich Amtsdünkelei. Katharina von Sachsen drängt ihren Mann zur Reformation, während Olympia Fulvia Murata die erste Professorin werden sollte. Doch für die Reformation in Sachsen war eine Frau besonders wichtig. Elisabeth von Rochlitz. Das sind Anna und Wilhelm II. Von Hessen. Sie bekommen am 4. März 1502 ihre Tochter Elisabeth. Und zwei Jahre später kommt Elisabeths Bruder Philipp dazu. Elisabeths Vater und Herzog Georg der Bärtige von Sachsen verabreden 1505 die Heirat ihrer Kinder. Da ist Elisabeth erst 3 und Johann gerade mal 5 Jahre alt. Wilhelm und Georg beurkunden alles. Mitgift, Wittum, Ländereien und noch vieles mehr. Adel, Stände und Geistlichkeit bestätigen mit ihren Siegeln die Urkunde. Als 1509 Elisabeths Vater stirbt, übernehmen Adlige die Herrschaft in Hessen. Die Geschwister werden getrennt und Elisabeth zieht mit ihrer Mutter auf ein Landschloss. Hier lebt sie abgeschieden ohne Hof und Prunk. Und weil ihre Mutter viel unterwegs ist, wächst sie ganz ungezwungen auf. 1515 wird die Eheabredung eingelöst. Elisabeth und Johann heiraten. Und 2 Jahre später zieht Elisabeth zu ihrem Mann an den Dresdner Hof. Am Hof ihres Schwiegervaters Georg des Bärtigen kommt ihr ungezwungenes Benehmen gar nicht gut an. Gern versäumt sie den Gottesdienst und liegt viel lieber bei ihrem Gemahl im Bett. Und wenn sie dann doch einmal in die Kirche geht, isst oder schläft sie während des Gottesdienstes. Das findet Georg der Bärtige nun wirklich nicht okay. Und das sagt er ihr auch. Beeinflusst von ihrem Bruder Philipp und ihrem Cousin Johann Friedrich von Sachsen, wendet sich Elisabeth dem Luthertum zu. Dadurch wird Elisabeth für die beiden zur wichtigsten Verbündeten am antilutherischen Hof in Dresden. Ihre Aufgabe? Die Bekehrung ihres Ehemanns Johann zum Luthertum. Als Elisabeth sich 1533 öffentlich zur Reformation bekennt und das Abendmahl in einer Gestalt ablehnt, wird Georg der Bärtige richtig sauer und empört sich. Der Feind ist im Haus. Überraschend stirbt 1537 Elisabeths Mann Johann. Aber zum Glück regelt die Eheabredung von 1505 alles Weitere. Und Elisabeth erhält, was einst vereinbart wurde. Mit einer kleinen Gefolgschaft zieht Elisabeth nach Rochlitz und beginnt ein neues Leben. Obwohl der Bärtige in Dresden mächtig zetert, setzt Elisabeth ab 1537 die Reformation in Rochlitz durch. Sie kehrt den alten Glauben aus, setzt protestantische Pfarrer ein und erlaubt den Untertanen, das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu erhalten. Als einzige Frau tritt Elisabeth 1538 dem Schmalkaldischen Bund bei, dem Schutzbündnis gegen den altgläubigen Kaiser Karl V. Anführer des Bundes sind Philipp und Johann Friedrich. Karl V. ist übrigens der Herrscher über das ganze Heilige Römische Reich. Er wurde 1519 vom Papst zum Kaiser gekrönt und er hasst die Reformation. Der Papst übrigens auch. Aber zurück zu Elisabeth.
Mit ihrem Beitritt zum Schmalkaldischen Bund hat sie sich nun ganz der Reformation verschrieben. Sie pflegt regen Briefkontakt zu protestantischen, aber auch altgläubigen Fürsten und warnt immer wieder vor einem Krieg mit Karl. Doch 1546 passiert's. Der Krieg bricht aus. Kaiser Karl und seine Verbündeten gegen den Schmalkaldischen Bund. Um ihren Bund zu unterstützen, übermittelt Elisabeth geheime Nachrichten über die Truppenstärken, die Ausrüstung, die Verpflegung, die Marschrouten und die Stimmung bei der kaiserlichen Armee an die schmalkaldischen Hauptleute. Elisabeth ist eine Spionin. Damit sie dabei nicht erwischt wird, lässt Elisabeth die Nachrichten von Geheimboten überbringen. Doch Rochlitz bleibt vom Krieg nicht verschont und Elisabeth flieht 1547 nach Hessen. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Der Kaiser gewinnt nicht nur die Schlacht bei Mühlberg, sondern damit auch den Schmalkaldischen Krieg. Er nimmt Elisabeths Bruder Philipp und Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen gefangen und legt sie in Ketten. Elisabeth springt für ihren Bruder ein und übernimmt die Herrschaft in Hessen. Aber ihre Neffen gieren nach der Macht und schieben sie nach Schmalkalden ab. Dort lebt sie am Hessenhof, fernab vom politischen und religiösen Geschehen. Zwar schreibt sie weiterhin zahlreiche Briefe, aber die finden kaum noch Beachtung. Der einstige Star der Reformation vereinsamt und erkrankt zunehmend. Im Dezember des Jahres 1557 stirbt Elisabeth von Rochlitz und wird auf eigenen Wunsch in der Elisabethkirche in Marburg bestattet. Ihre zahllosen Briefe werden als unwichtiges Gewäsch verpackt und verstauben in einem Archiv. Bis wann?